Hi Leute, willkommen zurück bei Let's Play Together World of Warcraft und ja, wir sind wieder da. Nach einer Woche kurzer Pause, weil Chrissy letzte Woche partout keine Lust hatte, irgendwas aufzunehmen. Und deswegen, ja, war letzte Woche leider nix, aber gut. Das hatte nichts mit Lust zu tun. Ich war einfach körperlich und geistig und moralisch nicht in der Verfassung, irgendwas zu machen. Ja, ein bisschen weniger Saufen am Vortag hätte vielleicht geholfen, aber gut. Ich kann nichts dafür. Der John hat uns abgefüllt. Also es waren noch ein paar andere Leute da und dann hatten wir noch Besuch, sein Bruder hatte noch Besuch aus So. Litauen oder wo. Und weil Chrissy außerdem überhaupt keinen Bock auf Düsterbruch hat, Was auch verständlich ist. melde ich jetzt mal spezifisch für ein paar Innis an. Solo, Sulfarak und Stratholm. Genau. Das ist richtig. Annehmen. Ich habe meinen Jo. schönen kleinen Dino hier. Und was wir festgestellt haben, ich habe etwas zu meiner Mission gemacht, und zwar werde ich diesen Feuerlöscher, den ich damals in 1000 Madeln bekommen habe bei der Quest, nicht mehr ablegen. Für die nächste Zeit. Ja. Damit werde ich den Heiter löschen. Also. Ja, während er den Hey! Ja. Strathorn Haupttor, da gibt es einen Haufen Quests. Ui, da kann man schön Feuerregen spammen. Leider kann ich den noch nicht platzieren. Du kannst ihn noch nicht platzieren, oder? Oder platzieren schon, aber du kannst ihn noch Ich nicht muss ihn nutzen. kanalisieren, muss ich. Okay. Oh, und Damab ist auch in der Inni. Wird immer besser. Eligor Morgenbringer ist hier, wie immer. Der gute alte Paladin im T2 sitzt und mit dem dicken, fetten Schwert am Rücken. Du musst mich dran erinnern, wenn wir irgendwas looten müssen. Okay. So, ich habe schon ewig nicht mehr mit dem Pixel gespielt. Ich weiß gar nicht, wo das geht. Destrohexer kannst du nicht verlernen. Es ist zu einfach. Und wir haben heute einen Dudu-Heiler. Ah, dann kannst bis ans Ende der Straße laufen. Ja, der hautet mich zu, die haut's halt mir Schau, in der Elishami fängt schon an die. Ja. zu spammen. Ja, Agro wird beim Aufheben gebunden, ne? Ja. Habe ich gehört. Dudu-Heiler, ich habe. Dudu-Heiler sind so Und ich geil. glaube, ich sollte mal, zumindest für den Trash, das HE-Siegel anmachen. Der Trash ist richtig geil in der Inni. Meine Vorratskiste. Ja. Zieh nicht durchs Heute Sichtfeld. übrigens wieder nicht mit Splitscreen, weil das wollten wir eigentlich nicht mehr machen und. Ich kann die Kiste nicht, die ist verpackt, die Kiste, so eine Scheiße. Oder es liegt vielleicht daran, dass man im Kampf keine Kisten aufmachen Nee, kann. es heißt, Ziel befindet sich nicht im Sichtfeld. Okay. Das ist komisch für eine Kiste, die man öffnen soll. Chaosbolt. Hui. Ein astraler Bürger. Ich hab mich mal um den Schatten da hinten gekümmert. Mit denen musst du doch tanzen, dann machen die nichts mehr, oder? Ja. Also aber nur, wenn man die Aggro nicht aushalten kann. So, everybody dance now. So, wieso geht jetzt die blöde Kiste nicht auf? Kann mir das einer sagen? Ziel nicht im Sichtfeld. Probier ich mal. Ziel nicht im Sichtfeld. Warum auch immer. Was ist das? Da sitzt wieder irgendwo ein GM und will uns ärgern. Malte, Malte. ich hab dir gesagt, nicht in die Angelegenheiten der Spieler einmischen. Sonst gibt's Aggro vom Blizzard-Chef. Sitzt er wieder da und grinst sich ins Fäustchen. Kostet Blizzard auf mich. Was ist los? Was da los? Tja. Eine gute Frage, was da los ist. Na, mal schauen wir mal, ob die Kiste hier funktioniert. Ja, die funktioniert. Mann. Zwei Stück Weihwasser von Strathorn, das ist doch schön.
Wie viel braucht man? 5, oder? 1. Und das auch nur für die Quest in der nächsten Uni, also in Stratholm Dienstboteneingang. Und wieso pullt ihr das? Ich weiß nicht. Diesmal weiß ich ehrlich nicht. Ja, super, der Heiler tot und der Tank geht auch gerade drauf. Und yay, ich hab vergessen, mir einen Seelenstein zu geben. Verdammt. Nein! Wieso fällt mir sowas immer dann auf, wenn ich kurz vorm Sterben bin? Tja. Deswegen pullt nur der Tank. Und wie viel. Um was wetten wir, wie viele Leute gehen jetzt raus aus der Gruppe? Ich sag mal ausnahmsweise keiner. Es ist nur eine 5er, Inni. Der sagt, ihr seid so scheiße. Wieso schafft ihr das nicht, wenn ich das pull? Der wird schon selber wissen, warum. Oh Gott, ich hab einen Proc. Oh, jetzt sind wir tot. Wieso sind wir tot? Wieso heilen die Heiler nicht? Jetzt ist meine Wichtel wieder tot. Das werde ich euch niemals verzeihen. Tja, musst du aber. Die Taverne zur Steinkrähe, die schaut aber auch nicht mehr so toll aus. Da gehört mal wieder auf zusammengewischt, hier sauber gemacht. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Fleischklotz da vorne. Ein Flickwerk strecken. Chaosblitz. Ja, da konnte der Heiler relativ wenig dafür, dass er sofort down war. Außer er hat gepullt. Dann ist er selber schuld. Aber ansonsten konnte er relativ wenig dafür. Okay. Er liebt eh schon wieder. Dann können wir ja gleich weitermachen. Die Reincarnation hätte sich der Schaden jetzt echt sparen können. Ja, das war. Das ist wieder so. Er spielt den Schami zum ersten Mal und naja. Ja, das ist eine lustige Fähigkeit. Ja, aber und vor allem sehr nützlich, vor allem wenn man 3 Schamis im Raid hat. Das sind in einem Kampf bis zu 3 zusätzliche BRs, sofern die richtigen Leute sterben. Ja, klar. Jetzt dachte ich, es wäre mal ein simpler Stoffkopf dabei. Ja, Chrissy braucht ja immer noch einen Kopf. Ich bin ein kopfloser Hexenmeister. Chrissy, warum immer so kopflos? Das geht echt nicht mehr klar mit dir. Kein Plan von nichts. So, komm her. Da fühlt sich der Palatink am wohlsten. Ja. Mit vielen Ads. Wobei, naja, momentan ist es noch nicht so geil. Ich brauche jetzt Level 50. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache. So, alles so lang bis zum Casten. Bis der Chaosblitz durch ist. Benutze halt Pyrolyse für deinen Chaosblitz. Bitte, wird? Du kannst, wenn du deine Feuersbrunst machst, dann kannst du entweder deine nächsten 3 verbrennen oder deinen nächsten Chaos Bolt wesentlich schneller durchcasten. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die ich noch nicht besitze. Die müsstest du schon haben. Also die kriegt man nämlich ziemlich am Anfang. Pyrolyse. Diese Passive. Ach so, klar, okay. Seelenzügen, Leerwandler, da ist nix. War die echt erst zu spät? Pyrolyse da, mit 69. Ja, mit 69 kriegt man die. Wenn der Feuersbrunst wirkt, werden die Zauberzeit und die Mana-Kosten des Zaubers verbrennen um 30 Sekunden verringert, aber auch bloß von Verbrennen. Oder vom Schattenblitz. Es steht jetzt nichts da. Achso, von Schattenblitz. Chaosblitz. Chaosblitz. Weil. Bist du dir da sicher? Ja, weil man die Pyrolyse auch. Entweder nimmt man sie für 3 Verbrennen oder man nimmt sie für einen Chaosblitz.
Hab mich um die Ratten draußen gekümmert. Ja. Solange sich irgendeiner drum kümmert, passt's ja. Irgendwer, irgendwie, irgendwo. Und ich gehe jetzt aufs Klo. Nee, macht Spaß. Hätte jetzt auch was gesagt. Hättest du ja vor der Aufnahme noch gehen können. Kriegtische Panik. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Panik ist. Wollen wir wetten? Ups, das war ich. Entschuldigung. Genau, wieder. Schubst dich der da einfach weg. So ein Schubser aber auch. Hammer! So, jetzt erstmal in die Richtung. Ja, für die Quest, oder? Jo. It's rain fire. Halleluja. Also da gibt's kein Halleluja mehr, wenn's Feuer regnet. Oh, Halleluja. Das Halleluja gibt's bloß bei der heiligen Granate. Ah ja, Worms ist auch so ein Spiel. Eins der geilsten überhaupt. Die heilige Granate ist immer noch die beste Waffe. Ja, die Lieben sind hier halt eine Bubble. Halt dein Pappen. Schnauze! Boah, das Ding da hinten gehört mir. Hast du immer noch keins? Nee. So, da ist ein Weihwasser. Ja, und ein Briefkasten noch mal auf. Okay. Ein Brief von der Front. Ja, und was gibt's von der Front zu berichten? 20 Silber. Okay. 20 Silber. So, hier kauft ihr ein Eis. 20 Silber wert, das Ding. Nom 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 nom. Der Schami macht vielleicht ganz schön wenig Schaden dafür, dass er ein Schami ist. Das ist ein edler Schami. Naja, der könnte definitiv mehr machen hier. Ja. Ich meine, der hat Kettenblitz. Begutacht, lästern wir mal wieder über unsere Teammates. Betrachten wir mal unseren Elishami. Beweglichkeit, Ausdauer, Crit, okay. Beweglichkeit, Ausdauer, Ausdauer in Crit. Eigentlich ziemlich viel, also Level-Gear. EP-Gear. Entwille. Der Seelenbrecher. Der Seelenbrecher, eine richtig geile Axt. Eine einhändige Axt. Ausdauer in Crit, Ausdauer in Trefferwert und Möglichkeit Ausdauer. Was will der da machen, bitte? Keine Ahnung, wir sind hier eigentlich fertig. Achso, sind wir schon fertig? Hier in dem Eck schon. Bestenfalls ein Ramp da hinten. Ja, den Ramp kann man noch liegen. Wenn der da ist. Also, ich habe einen Ramp angezeigt gekriegt, aber ich weiß nicht, wo der ist. Also, ist mal schauen, ob der mein, da ist. Mein Rare-Ding hat Alarm geschlagen. Nee, der steht nicht da. Da steht aber anders. Okay. Das Totem der Verbrennung. Das ist ein geglüftes Totem der Verbrennung. Ja, das habe ich mir hier auch gerade gedacht. Sieht aus wie das Schlangenschutz vom Vol'jin. Der Vol'jin. Ich will endlich meinen Beta-Key für WOD haben. Ich will. Jetzt kommt der Temme! Timmy! Mach die coolen Geräusche einfach. Oh Mann. Gestern hatte John eine Phase, da hat er angefangen, über alle Klassen in World of Warcraft zu lästern. Und er hat jeden Nachteil von jedem Charakter fachgerecht charakterisiert und ohne dabei irgendwelche Vorteile zu erwähnen. Ohne irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen. Reine Nachteile waren das. Ja, außer vom Schurken, da hat er alle Vorteile aufgezählt. Der Schurke, das ist ein auf Erden gekommener Gott. Ja. Er hat manchmal eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf das Spiel. Ja, ein bisschen. Und was hat Timmy dabei? Ein Stoffgürtel. Ausdauer in Crit, ja.
Vor allem, weil du Crit schön brauchen kannst. Mhm. So. Pass auf, jetzt hat kriegt der Eli schon meins. Sehr schön. So ist richtig, Jungs. Immer schön Loot für euren braven Hexenmeister. Da hat irgendjemand hat es da jetzt voll weggekickt. Tja, wir stürmen hier ein bisschen rum. Ja, ich merk's gerade, ich komme gar zu gar nichts mehr. Okay. Von der Ansturmfraktion. Anstürmen, 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 alles anstürmen. Alles anstürmen. Na, dann gehen wir mal weiter zu unserem Krieger, der da von einem zum anderen anstürmt. Arknight Reaper, Tank, Mischmasch, irgendwas, Account Gear. Interessant. Und unser Heiler. Der Heiler heilt wenigstens gut. Der Heiler heilt mit seiner Beweglichkeit, Ausdauer, Crit, Kopf und seiner Beweglichkeit, Ausdauer, Schultern und. Er heilt gut dafür. Dafür heilt er gut. Beweglichkeit ausweichen und Beweglichkeit Ausdauer. Man kann ja theoretisch komplett ohne Gear heilen hier. Ja, das aber Gefühl habe ich auch. Mal selber heilen. Also Heiler, du stirbst. Hm. Ey Heiler, du bist kein Bunkin aus Level 60 Zeiten. Nahkampf. Ja, er hat auf jeden Fall mit Mondfeuer. Okay, Mondfeuer hat er gezogen. Okay, jetzt dachte ich schon, der wäre da gestanden und hat mit seinem Stecken drauf geprügelt. Bin oben! Der Heiler ist nicht oben. Das hätte ich gesehen. Naja. Der Mana-Balken ist noch komplett voll. Ein volles Mana-Reservoir. Tunnel. Tunnel. Wenn man reinfährt, wird es dunkel. Wenn man rausfährt, wird es hell. Jetzt hast du so gefangen, Grisi. Verklemmt. Das war doch geil. Die Spezialstrophe. Das Spezial war das. Ah, ich liebe es. Verwüstung auf einen anderen Mob und dann mit dem Chaosblitz reinheizen. Doppel Chaosbolt. Doppelter fetter Crit. Also es geht dann nicht daneben, das ist dann immer blöd. Ja, kann bald nicht mehr passieren. Weil Warlords of Draenor, Trefferwertung wird entfernt. Nur Dual-Melees können noch daneben hauen mit Auto-Hits. Was nicht wirklich schlimm ist, weil kein Melee, mit der Dual-Wield gemacht hat, sich jemals einen Scheiß drum geschert hat, ob das Hitcap jetzt. Oh mein Gott, ich hab meinen Auto-Hit, mein Auto-Hit hat nicht getroffen. Ja, vor allem, weil man als Dual-Wield-Minis ja so, ist es ja so schlimm, wenn einer von den 10 Milliarden Auto-Hits, die man in einem Bosskampf macht, mal daneben geht. Ja. Ja, liebe Leute, so ist das. Den Chaosblitz krieg ich nur durch. Du stirbst nicht! Mist! Eine rechtschaffene Kugel braucht man, wenn man Kreuzfahrer verzaubern will. Oh Moment, da hinten ist ja noch einer. Da steht noch einer. Es lebt! Kann man den hier stunnen? Ja. Ja, das ist einer der wenigen, die man noch stunnen kann, glaube ich. Oh, zwei Chaosbolt hintereinander jetzt. Oh. Erst dann zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt habe ich ihn dafür unterbrochen. Chaosbolt. Dabei fällt mir ein, ich sollte mir endlich noch einen Seelenstein geben. Mit dem Bosskampf. Ich erfülle alle Voraussetzungen für einen klassischen Hexenmeister.